Heute aus dem wunderschönen La Caleta heute. Wir sind hier in der Playa La Enramada. Wasser ist ein bisschen riesig. Ja, wir haben noch immer den schönen Sahara-Staub hier über uns schweben. Aber wie ihr sicherlich wisst, weil in Deutschland kommt er ja auch ab und zu, bringt der Sahara-Staub nicht nur Staub, sondern auch schöne heiße Temperaturen. Deswegen sind wir mir dafür dankbar. Playa La Enramada, so wie ihr am Anfang gesehen habt, wollte ich noch für euch unbedingt einfangen. Ist beliebt bei Paraglidern. Die landen sehr gerne entweder hier vorne oder hinter den Liegestühlen oder dem Beachclub dann. Es ist hier, habe ich euch gar nicht gezeigt, hier gleich in den, das sieht man von hier, glaube ich, nö, sieht man gar nicht hier, das Hideaway Royal Beach Hotel. Ich habe euch, glaube ich, schon mal, ja, nicht glaube ich, ich habe schon mal, schon ein, zwei Mal Videos von La Caleta gemacht, von der Promenade, aber drüben um den ganzen Restaurants. Die verlinke ich euch, glaube ich. Könnt ihr euch dann anschauen, falls es euch interessiert, wie das da in die andere Richtung ausschaut. Und das hier ist so ein, weil drüben in der Promenade ist ja alles Stein, da kann man auch ins Wasser gehen. Aber es sind nur so große Felsen. Und hier ist es, wie man unschwer erkennen kann, zwar auch steinig, aber es gibt auch hier diesen Lava, dunklen Sand, der nicht so fein ist. So, laufen wir jetzt den offiziellen Weg mit den Leuten oder laufen wir hier über den Strand? Ach, wir gehen mal über den Strand. Zeige ich euch mal, wie es ausschaut. Also hier gibt es Liegen. Vorne gibt es ein Café. Zeige ich euch auch gleich, wenn wir dann da sind. Sieht man, glaube ich, wie sie hier Schirm einpacken oder wie man das nennt. Jetzt sieht man das Hotel hinten besser. So, damals bin ich dann die Strecke hier von da drüben mit euch noch La Caleta darüber gelaufen. Und heute laufen wir ein bisschen hier lang. Da ist das Café. Das ist der Platz, wo die immer meistens landen dahinter. Ein bisschen größer. Und das ist der Strand. Nicht sehr groß, wie gesagt, kein richtiger Sandstrand, aber trotzdem schön.
wie ihr vielleicht, glaube ich, im Video hört. Mit den Lautsprechern hier sind die Gegend sind alles ein Hotel nach dem anderen. Und es ist wahrscheinlich ein Animationsprogramm dann für die Gäste. Ich glaube, die Musik kommt aus dem Hotel hier, die Ansage. Hier könnt ihr sehen. Hier ist auch Hotel, da ist auch Pool. Also wer möchte, kann sich da in den Pool quetschen. Schaut sehr voll aus. Sowohl die Liegen als auch der Pool. Ja, da hätte ich mich auch so wahrscheinlich wie die Leute hier eher für den Strand entschieden. Habe ich ein bisschen mehr Privatsphäre. Der Ozean ist heute auch noch immer ziemlich laut. Letzte Woche. Anfang die Woche hatten wir auch Wellenwarnungen. War, glaube ich, in Candelaria war das, glaube ich, ist es sogar auf den Platz übergeschwappt, mussten sie sogar absperren. Falls es jemand interessiert, wenn ich schon vorbeilaufe und dran denke, das Hotel hier heißt HC Costa Deje Palace. Sieht man jetzt von hier aus nicht so viel, wie es drin ausschaut. Aber der Pool hat auf jeden Fall voll ausgeschaut. Hier ist die Kinderecke. Haben sie richtig schön gemacht. Mit Rutsche, ja, ein Tiger, mit einem Drachen. Einladend aus, sagen wir mal so. So, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt hier den Felsen vorbeigelaufen sind, müsste es einen schönen Aussichtsplatz geben. Wenn ich mich nicht alles täuscht, schon eine Weile her, seit ich die Ecke spazieren war. Das Hotel für Familien mit Kindern. Der Poolbereich schaut interessant für die Kinder aus, würde ich mal sagen. Ach, die arbeiten hier. Haben sie abgesperrt, dann kommen wir halt nicht ganz rauf. Aber auf der Seite müsste es auch so kleineren geben, oder? Ah, hier hört man auch Musik. Animationsprogramm ist im vollen Gange. Dann schauen wir da mal ein bisschen auf den Ozean raus. Wenn es
sie da oben schon Arbeiten durchführen, abgesperrt haben. Nicht so beeindruckend wie von oben. Hier ist das nächste Hotel. Am Ende unseres kleinen Mini-Spaziergangs angelangt. Ich wollte euch mal hier diese kurze kleine Strecke zeigen, die auch schön ist und sehr ruhig. Und von der Ecke jetzt hier drüben, die kommt, Playa del Duque, da habe ich euch schon mal ein Video gemacht mit dem schwarzen und weißen Sand. Das verlinke ich euch dann, dann könnt ihr euch das anschauen, falls es euch interessiert, wie es da drüben ausschaut. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bye!